Sie haben online an einem Gewinnspiel für Maggi-Paket teilgenommen. Maggi. Ja. Genau. Gewinnspiel. Sie sind jetzt unter den letzten 10 Endfinalisten. Können Sie Deutsch? Ja. Verstehen Sie mich? Nicht super Deutsch, aber ich kann verstehen. Okay. Sie sind jetzt unter den letzten 10 Endfinalisten für 4 Hauptpreise. Hauspreis? Wenn Sie Erster wären. Ein Haus? Eine Haus? Wie bitte? Hauspreis? Nein, Hauptpreise. Vier Hauptpreise. Okay. Hauptpreise. Wenn Sie ja. Erster werden, können Sie 38.000 Euro gewinnen. Wenn Sie Zweiter werden, können Sie 15.000 Euro gewinnen. Und wenn Sie Dritter werden, können Sie 4.000 Euro gewinnen, ja? Ja. Genau, 4.000. Für den vierten Finalisten, wenn Sie Vierter werden, können Sie dann Maggi-Paket. Dann bekommen Sie Maggi-Paket, ja? Und zusätzlich erhalten Sie eine Reise von uns als Geschenk, weil Sie unter den letzten 10 Endfinalisten sind. Die Reise ist geschenkt. Nach Norditalien, Gardasee oder Frankreich, Paris. Wo möchten Sie denn hin? Ich dachte immer, Paris ist bei Frankreich und nicht bei Italien. Nee, Norditalien, Gardasee oder Frankreich, Paris? Was ist besser? Was würden Sie sagen? Weil noch nicht da gewesen. Paris oder Gardasee? Ich weiß nicht, müssen Sie entscheiden. Ich war da auch noch nie. Heißt das Gardasee oder ist das mit Strand richtig wie bei Großer See? Italien? Italien, Gardasee. Ist in Italien, Gardasee. Sehr warm da bestimmt sein. Im Sommer bestimmt. Ist diese Reise bei Sommer, junge Frau? Ist 2 Jahre gültig. Das können Sie sich selber aussuchen, wann Sie hin möchten. Mit Airplane, mit Flugzeug oder mit Deutsche Bahn? 2 Jahre gültig, Hotelaufenthalt, Frühstückchen und Rückflug ist alles mit dabei. Okay, kann man das Airline selber nehmen? Ja, das können Sie sich selber aussuchen. Ja, weil wir mal mit meiner Frau nach Schweden fliegen, Schweden, ja, und das Flugzeug so ein günstig Airline, ich habe mich gefühlt wie bei Zug in Indien, viel mehr Menschen als Flugzeug. Das war schrecklich. Oh Gott. Nee, also, glaube ich Ihnen. Also das ist 2 Jahre gültig mit Hotelaufenthalt, Frühstückchen und Rückflug. Ist wie gesagt schon alles mit dabei. Minibar, mit Minibar haben? Ja, Minibar. Hotel. Bei Zimmer? Für Alkoholik? Das weiß ich nicht. So detailliert aber weiß ich nicht. Können Sie den Manager fragen? Natürlich kann ich nachfragen. Kleinen Moment bitte. Frau May? Ist Minibar und so auch alles mit dabei neben Hotelreise? Minibar. Ist alles inklusiv? Meine Kollegin sagt, ist alles inklusiv. Ist also alles mit dabei. Oh mein Gott. Ja. Oh, auch das Minibar ist auch mit dabei. Gut. Das wird gute Reise werden. Norditalien, Gardasee oder Frankreich, Paris? Italien, wo möchten Sie denn hin? Ich habe gute Alkoholik. Okay, dann Italien. Trinken Sie viel Alkohol. Ja, da werde ich mich besaufen wie Kamel bei Wüste. Ja, und okay, also dann habe ich Italien eingetragen. Drink? Zwei Personen, 4 Tage, 3 Nächte, ist alles mit dabei, ja? Drinks, Drinking. Ja. Meiner? Ich kann nicht leider viel Alkohol trinken, ja. Ich habe dann immer Kopfschmerzen. Ich werde dann gleich schnell. Ich werde schnell besoffen. Ich nicht abfüllen lassen, weil ich hab mal von einem Kumpel hören bei Callcenter immer Hardcore Party machen. Nee, das machen wir nicht. Das ist mein Schwager.
Der Orhan, der hat das Jayal machen. Die sagen, wenn wir Abend, Feierabend machen, dann fast schon wieder ein bisschen anfangen und dann gleich in der Firma bleiben und Party machen. Nein, nein, wie kommt sie denn da drauf? Ich habe ja keine Ahnung. Also, egal. Ja. Okay, egal. Also, die Reise haben sie schon, das bekommen sie an ihrer Anschrift in die Schulstraße 67 in Husum, 18.04.1974 sind sie geboren. Müssen Sie noch das Name von meiner Frau aufschreiben? Das ist... Nee, das bekommen sie ja alles, da können sie sich das alles selber eintragen. Bei Unterlagen, das ist Kuh. Wie Kumil? U? G? Ja. Ja. Nee. O? Nee. R-O-N. Wie Quellwasser. Q? U? Genau. U wie Uhu? Dann R wie das, wie Raketen? Zweimal? Zweimal. Richard? Ja. Richard? Dann ein I. Ja. Dann I. Zweimal, okay. Ja, hallo? Ja, dann Chamäleon, okay. Also das ja. Wie aussieht wie Halbmond. Dann kommt Ameise. Okay. Und Zigeuner. Ja. Ja. Zigeuner. Also ja. Ich meine, Frau, müssen Sie das, wie kann man noch, okay. Wenn man das bezahlen, andere Menschen mitnehmen? Natürlich, wenn Sie aber ja, dazu bezahlen. Was das bitte kosten, weil dann kann man das bei vielleicht Familie mitnehmen. Das weiß ich nicht, das müssen Sie alles mit Ihrem Reisebüro sprechen, das steht alles mit da drauf. Können Sie nochmal das Frau May fragen? Das steht alles auf Ihre Unterlagen drauf. Menschen kann man mitnehmen, können Sie mir das sagen? Je nachdem, wie viel Sie wollen. Dann kann ich Familie mitnehmen. Dann können Sie bitte noch Name von John aufschreiben. Ganz das genau. Das brauche ich nicht. Das müssen Sie selber machen. Das müssen Sie selber machen. Das brauche ich nicht. Soll ich Sie das... Hallo, hören Sie mich? Das müssen Sie... Das brauche ich nicht aufzuschreiben. Das müssen Sie selber machen. Bei E-Mail dann schreiben. Nee, per Post. Sie bekommen alles per Post. Sie werden auch mit einer Hauptsponsor für das Finale aktiviert. Sollten Sie nämlich gewinnen, wird der Gewinn von der Zeitschrift finanziert. Deswegen ist die Zeitschrift auch ohne einen Vertrag und ohne einem Abo. Das bekommen Sie für nur 12 Monate plus 2 Monate gratis für den Herstellerpreis. Stern, Spiegel, Gala, Bunte, TV hören und sehen und die hört zu. Ich persönlich empfehle immer die hört zu, weil das die günstigste ist. Ja, machen wir dann die hört zu. Hauptsponsor, was haben Sie sagen? Was ist das Hauptsponsoring? Hauptsponsor, die Zeitschrift, Sponsor. Die Zeitschrift finanziert alles für Sie. Also Ihre Reise, Ihre Hauptpreise, also die Hauptpreise, die ich Ihnen aufgezählt habe, also 38.000 Euro, 15.000 Euro oder 4.000 Euro, das bezahlt alles die Zeitschrift. Deswegen möchte die Zeitschrift, dass Sie das für 12 Monate nehmen. Also 12 Monate bezahlen, 59,80 halbjährlich. Bei der Zeitungsfirma das Name von meinem Sohn hinschicken, wegen der Buchung machen. Nee, müssen Sie nicht, aber Sie müssen mir Ivan geben. Von, was, Ivan? Genau. Er heißt Bari. Kontonummer. Ivan. Ist der Name von John. Ivan. Bari Datik. Nee, ich brauche die Ivan-Nummer, Ivan-Nummer. You want to do this in English? Genau. By the way. No. So I don't, what's the reason about this, what the magazine? I don't get it. I can speak English. Okay, I can speak English. Das, den Magazin, ja. Ich das bekommen für, weil das gewonnen. Weil genau, das gewonnen. Die hört zu. Was ist das für ein Magazin? Ist das für genau. Reisen? Hört zu. Ja, was ist hört das für, zu. Was denn machen? Die Magazin heißt Hört zu. Magazin heißt Hört zu. Tieren, Erotik, Foto, Essen, was ist das Thema? Nachrichten, Fernsehzeitschrift, Nachrichten, Mode, Fernsehzeitschrift, ist alles mit dabei. Machen Sie das mit Politik? Ich muss das bei Nordkorea, das ist ja sehr gefährlich. Das müssen wir lesen.
In der Hör zu ist eine Nachricht noch mit dabei hier. Politik. Das ist Politik. Ja, 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 ist ja, mit dabei. Ihr nicht TV-Magazin nehmen, das ist kein TV gucken. Dann machen wir einen kleinen Moment, ich habe auch andere. Was mit Haustier? Nee, Haustier haben wir nicht. Ich glaube, das, da muss ich ja noch gucken. Wie ist das, wenn die Zeitschrift alle Sponsoring machen, ja? Ja, ist das, wenn ja. Es dann auch helfen, weil. Wollen Sie Fokus haben? Fokus ist aber 109,20 Euro halbjährlich. Wäre das in Ordnung? Das wird Ihr Sponsoring machen. Nee, die Zeitschrift müssen Sie bezahlen. Aber warum denn? Die Zeitschrift? Ja, weil das Ihre Sponsor ist. Die Zeitschrift bezahlt Ihre Reise, Ihre Hauptpreise. Die Zeitschrift finanziert das, alles für bei Sie. Bei uns, bei Indien, wenn man sage Sponsoring, dann ist das ein Geschenken. Und jetzt soll ich das... Bei uns leider nicht in Deutschland. 38.000 Euro und dann soll ich das Papier von der Zeitung bezahlen? Wenn Sie gewinnen, dann bezahlt die Zeitschrift. Die Zeitschrift bezahlt die 38.000 Euro für Sie. Wenn ich gewinne, werde ich das dann auch bekommen? Dann haben Sie die Reise. Die ist 800 Euro, die Reise. Ich habe gesagt, ich kann jedes Flugzeug nehmen. Wenn ich jetzt bei Lufthansa anrufe, da kann ich für 800 Euro ja gerade mal Meerschweinchen transportieren. Na ja. Die Reise haben Sie ja schon. Ich habe ja gesagt, die kann ich jedes Flight Company nehmen. Aber 800 Euro, da kann ich ja nur mit Fahrrad fahren. Dass du keinen Flug für 800 Euro kriegen. Und Hotel. Natürlich, das ist doch alles schon mit dabei. Natürlich. Ja, ich kann ja nicht all inclusive und dann 800 Euro, das ist doch nicht normal. Ist das, Wir haben Hotels. Wir haben Vereinbarungen mit Hotels. Es gibt unterschiedliche Hotels. Das ist doch schon alles finanziert und vorbereitet. Natürlich kann das gehen. Für 800 Europa? Hallo? Ja? Weil Sie so viele Menschen reden, ist das Radio? Machen Sie einen Spaß mit mir? Nein, das sind meine Kollegen aus dem Kundenservice. Das ist, bin ich bei Radio? Das ist doch kein Radio. Ihr Stimme so. Nein! Ist das, also, ich muss jetzt weitermachen. Möchten Sie die Zeitschrift haben oder nicht? Sie noch haben, weil, wenn das ernst, dann sehr gut. Ich dachte, Sie wollen Zick mit mir machen. Stern, Spiegel, Gala, Bunte, TV hören und sehen und hört zu. Ein Kumpel. Bild und Funk ist auch mit dabei. Das Lennart, das immer Telefonstreich machen. Deswegen, das immer bei mir probieren, aber das nie schaffen. Nein, ich mache keinen Telefonstreich. Ja, und, habe Sie das mit Natur, mit Geologic, wie heißt das, National Geographic? Und dann, nein. Spiegel. Können wir Spiegel machen? Spiegel? Machen? Ja. Okay. 119,60 Euro. Ja, wann Spiegel. Wird Überweisung machen? Sie bekommen nochmal alles schriftlich, da können Sie sich das nochmal in Ruhe anschauen. Danach erst. Das Brief bekommen? Brief bekommen? Nach einem Monat. Nach einem Monat? Genau, Sie bekommen Brief. Genau. Aber genau. So, die Barbeträge, die 38.000 Euro, wenn Sie gewinnen, wird das auf Ihre Konto überwiesen. Das gestern, weißt du? Und wie Sie wissen, müssen wir gewinnen. Ja, das ja, bitte? Gestern auch ein Mensch anrufen, das ist dann Leitung weg gewesen. Der hat auch gesagt, 38.000 Euro oder ein Auto. Ist das von Ihr Firma gewesen? Achso. Nein, wir haben, gestern war Sonntag, wir haben nicht angerufen. Ja. Also, da müsste ich einmal noch die IBAN-Nummer ergänzen und kontrollieren. Die IBAN-Nummer? Wie heißt das bei Deutschland? Account, Konto? IBAN-Nummer, genau, Konto. Weil Sie PayPal machen? PayPal? Was kann man machen? E-Mail, Bezahlung. Kennen Sie PayPal? Was heißt das? PayPal? Ach so, nee, leider nicht. Leider nicht. Nee, leider nicht. Das muss ich jetzt schon ergänzen. Aber Sie bekommen ja alles schriftlich. Sie,
Sie bekommen ja alles fristlich, da können wir nichts abbuchen. Ich muss das doch bezahlen, dann müssen Sie mir Ihre Nummer geben, da kann ich Überweisung machen. Oder nicht? Ja schon, aber Sie bekommen ja alles fristlich. Davor passiert auch nichts. Ohne in Einzugsvermischung dürfen wir nicht abrufen. Ich habe einen Brief von Sie, das ist ja problematisch, weil kann ich nicht so genau, gut genau. Sprechen. Kann man das bei Englisch schreiben? Oder Hindi? Nein. Die IBAN-Nummer? Sie kriegt doch einen Brief, wo das drin stehen. Kann man das auf Englisch haben? Weil sonst kann ich nicht verstehen. Ja. Oder können Sie einmal vorlesen, weil ich kann Worte verstehen, aber Worte nicht lesen. Wir haben auch Kollegen, die hier Englisch können. Wenn Sie die Unterlagen bekommen, ruft mein Kollege, können Sie nochmal anrufen und mein Kollege klärt Ihnen das Sie auf, das Kollege geben, da kann ich das gleich machen. Weil ich musste ja verstehen, was passiert denn. Also, meine Kollege ist jetzt im Kundengespräch. Er ist sowieso jetzt nicht hier. Aber nicht hier. Er ist im Kundengespräch. Kennt das so ein... Ja, schon, er ist... So ein Witz von Kollege. Nein, hallo, hören Sie mir mal bitte... Anwesend. Okay. Nein! Hören Sie mir doch bitte zu, ich muss meine Aufgabe machen. Dann schreien. Oh mein Gott. Oder ich leg auf. John. Ja, bitte. Nee, ich trage jetzt ein, dass Sie kein Interesse haben, dass Sie kein Deutsch können. Und dann hat sich die Sache erledigt. Gegen Ausländer? Nein, wie kommen Sie denn da drauf? Ich bin mit meinem Ausländer verheiratet. Ich sagen, weil ich kein Deutsch kann. Das werde die Polizei anrufen. Das ist strafbare Handlung. Das ist Rassismus. Ganz böse. Wie heißt Ihr Firma? Nein, wie kommen Sie denn da drauf? Ich bin mit meinem Ausländer verheiratet. Warum soll ich denn rassistisch sein? Aufklicken, weil ich kein Deutsch sprechen. Oh mein Gott. Sie können nicht sowas machen. Ja, weil Sie immer dazwischen reden. Lassen Sie mich doch bitte aussprechen. Ja, ich höre. Ja, danke. Entschuldigung. Die IBAN-Nummer oder nicht? DE. 33? Ja. 33? 57? 01? Ja. 01? 00? Ja. 00? 23? 23? 2. Achso, 32, Entschuldigung. 76 von? Ja. 76? Ne, 76 von. Ich verstehe Sie nicht. 76? 5. Das wie. 5, okay. Ja, Entschuldigung. Von? Okay. Ja. 5, okay. 4, 9. Ja. Und wann muss ich das aufschreiben? Wann wird das Brief kommen? Ich habe das vergessen zu aufschreiben. Kleinen Moment bitte. Die IBAN ist noch nicht vollständig, oder? Okay. Sie bekommen, also Ihre Reise bekommen Sie schon in den nächsten 7 bis 10 Werktagen. In zwei Wochen. Okay. Eins bis zwei Wochen, ja, genau. Okay. Ja. Wochen. Week. You said you can't speak the English. Now you can do it. Alright. A little bit. I listen. Okay. Also 3, 4, 0. Und nee, dann? 1 bis 2 Wochen, muss ich sagen. Habe ich falsch verstanden? Nein, die IBAN-Nummer. Ja, letzte Wort, was ich sagen zu Sie? 0, 3, 4, 0. 7, 4? 3, 2? Ja. 6, 4? Ja. Und das gültig bis 12, 21. Nein, das brauche ich nicht, aber die IBAN-Nummer ist falsch. 3, 3, 5, 7, 0, 1, 0, 0, 3, 2, 0. Das ist 2 mal 0, ja? Dreimal. Ja. Dreimal. Ah, dreimal, okay. Das 0 von ganz hinten muss nach vorne, weil das ja verschiedene Zahlen. Wie jetzt? 1, 0, 0, 0, oder? Ah, dreimal 0. 1, 2, 3. Okay. Ja. Okay. 3, 2, 0, 7, 6,
534074324. Das ist alles zu, das ist falsch, aber die IBAN-Nummer. Nicht so, das gib sie mal, Kollege, das ist gut Deutsch sprechen. Das will man machen, das kann ich verstehen. Was machst du da? Ich komm mal bitte, ich kann das, wie heißt denn? Mach mal bitte. Hallo. Hallo, wer ist da? Ja, hallo, wir hatten die IBAN-Nummer ergänzt, aber die IBAN-Nummer ist falsch. Können Sie mir die nochmal sagen, bitte? Ja, gib mal deine Karte, Blair. Sind Sie wegen des Diebstahls, was gewesen ist bei seiner Karte? Was sind Sie? Sind Sie aus Bank wegen des Diebstahls bei Karte? Nie. Ach, nein. Er hat an einem Gewinnspiel teilgenommen, deswegen. Und wie viel hat er gewonnen, der alte Sack? Er hat eine Reise gewonnen und am 20. Oktober ist dann die Endauslosung. Da gewinnt er hoffentlich noch die anderen Hauptpreise. Reisen, oder wie viele gibt denn? Vier. Vier Preise? Vier. Geil. Ah, das ist super. Kann ich auch eine haben? Nein. Könnten Sie mir die Nummer bitte sagen? Frage stellen wegen des Preisen? Sie sagen, gibt vier Stück, richtig? Natürlich. Ja, nicht, ja. Kennen Sie Herr Sickhardt? Sickhardt, Herr Sickhardt, Ralf, kennen Sie den? Kennen Sie Herr Früh? Nein. Kennen Sie Herr Bagger? Nein. Hallo. Ich muss meine Aufgabe weitermachen, ich kenne ja, die Leute nicht. Das ist komisch, weil diese Leute und noch drei andere, nämlich der Herr Maulwurf, der Herr Zylinder und der Herr Dalsim, die wurden alle von ihrer Firma angerufen, sind mehr Leute, als es Gewinne gibt und zu jedem von denen hat man gesagt, es gibt vier Gewinne. Wie kann das denn sein? Lügen Sie die Leute an Telefon? Finde ich nicht in Ordnung. Hallo? Ich glaube, ich habe dir ertappt. Du solltest besser so nicht bei Internet solche Sachen machen, Kumpel. Und jetzt immer noch, die hat nicht richtig aufgelegt. Hallo, Babuschka, bist du noch da? Hallo, kannst du bitte das Telefon aus dem Mund nehmen? Ich glaube, Dimitri hat gewonnen. Bist du sprachlos geworden?